herzlich willkommen zu einem weiteren Backvideo vom Team No Backen der Familie Lumelu. Zwei Geburtstage stehen an, zum einen Flo's Geburtstag und Lu's Geburtstag. Und deswegen, huch, ich wackel heute total, backen wir heute mit euch. Und zwar Zucchini-Kuchen. Das ist ein Blechkuchen, wo tatsächlich Zucchinis reinkommen. Aber er ist natürlich nicht der deftigen Art, sondern er ist der süßen Art. Es kommen noch Haselnüsse rein und Zimt. Die Zutaten gibt es gleich. Der Flo raspelt hier im Hintergrund nämlich schon die Zucchinis. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach durch. Die Lu ist schon total aufgedreht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem heutigen Backvideo. Luna, mein Papa fehlt gerade ein bisschen. Und mein Tablet war gerade aufgeladen. Jessie und ich bin Luna und ich liebe Augen. So, was braucht ihr alles an Zutaten? Die exakten Mengen schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox. Und die wichtigste Zutat bei einem Zucchini-Kuchen ist natürlich Zucchini geraspelt. Wir haben das jetzt ein bisschen gröber geraspelt. Ihr könnt es natürlich auch feiner raspeln, aber dann wird es immer so recht breit von der Konsistenz. Das backt richtig schön durch und die Zucchini gibt dem Kuchen richtig viel Saftigkeit, wenn man das mal so sagen darf. Natürlich braucht ihr Eier, genau, zum Verzieren, da freut sich die Lu am meisten drauf. Braucht ihr dann Kuvertüre oder halt Schokoguss. Dann zum Verzieren natürlich auch noch Zuckerkügelchen. Die Luna möchte in ihr Blech noch ein paar Kirschen mit reinmachen. Nochmal Zuckerkügelchen, genau. Dann braucht ihr Backkakao. Zucker braucht ihr. Zimt, ganz wichtig. Mehl, Backpulver, Öl und? Und nochmal Zimt. Genau. Also da kommt keine Butter rein in das Rezept, sondern Sonnenblumenöl. Und nochmal eine Tüte Mehl. Und noch eine Tüte Mehl. Gott, dann ganz vergessen, auch eine wichtige Zutat. Haselnusskerne gemahlen. Ey, und Mann, du? Ich hab das schon gesagt. Mit was verzierst du noch deinen Kuchen? Mit Regenbogen, Einhörner. Genau. Hey Mama, eins ist schon wieder selber zusammengekommen. Na, das können wir ja vielleicht wieder kleben, ha? Es waren Kleber. Mhm. Aber nicht alles, weil wir machen noch einen Schwupser braunen Zucker mit rein, da wird es noch karamelliger. Warte mal. Ja, weiter. Weiter. Mach weiter. Da? Nee, weiter noch. weiter. Bis 300 steht. Mach mal weg dein Gefäß. Ja. Ja, ich sag wieder Stopp. Nicht zu viel. Bisschen jetzt langsam. Weiter. Stopp. Mach mal weg dein Gefäß. Bisschen noch, Lu. Bissi. Stopp. Ja, perfekt. Super. So, jetzt. Genau, umschütten. Perfekt. Klopf mal ein bisschen auf die Schüssel. Jawohl. Und wieder auf die Waage stellen. 5 Eier, genau. Ohne Schale, wenn es geht. Mhm, klasse. Schön rein. Da fängt das Chaos nämlich schon an, weil ich jetzt gerade zu Flo gesagt habe, verdammt, wir haben keinen Zucker gekauft. Heute ist ja Feiertag, der 3. Oktober. Das heißt, Flo muss jetzt bei unserer lieben Nachbarschaft nach Zucker schnorren. Und daran sieht man wieder, wir sind einfach so Backprofis, dass wir vergessen, Zucker zu kaufen. Ein bisschen noch aufreißen, dass das Eigelb noch mit rauskommt. Ne? Genau, so. Und sind Schalen drinnen. Ah ja, ich sehe schon eine. Eine kleine, die holen wir dann raus. Machen wir das nächste Ei. Genau, die Nummer 3. Backofen ist auch schon vorgeheizt. Ober-Unterhitze 160 Grad. So schnell ging das jetzt? Mensch, klasse. 1, 2, 3. Jetzt Nummer 4, ne? Ja. Mhm.
Schlotter. Eigelb noch. Ach du guter Gott, jetzt ist aber ein Riesenstück. Ein Riesenstück mit ihm gelandet. Machen noch die Nummer 5 rein und dann machen wir die Eierschalen wieder raus. Klasse. Ein Päckchen Vanillezucker aufreißen und den kompletten Inhalt in die Schüssel leeren. Alles? Mhm. Du musst aufreißen, dass die ganze Verpackung nicht rein ist. Ja, das wär's. Und jetzt Backpulver. Nee, jetzt müssen wir erstmal alles schön schaumig rühren. Klasse! Jetzt langsam das Öl zugießen. Da kannst du das alles? Nee, immer, aber da in der Mitte. Jawohl, so. Die geraspelten Zucchini, gemahlene Haselnüsse und Zimt langsam unter die Schaummasse mit einem Gummischaber oder Kochlöffel heben. Jetzt machen wir erstmal den Zimt rein. Wie viel kommt denn da rein? Ein Teelöffel. Komm, dann machen wir so einen Kinderlöffel. Dann können wir das nämlich noch mal schön verrühren. Das ist mein Kuchen. Das haben wir hier jetzt den gleichen Kuchen. Und weißt du, immer erst Finger ablecken und dann reintunken, ne? So, und jetzt schön umrühren, ja? Ja, so schon. Genau. Bisschen so immer von unten so nach oben. Ja, ja. Aber das ist schon ordentlich, kannst du ruhig schütten, schütten, schütten. Alles? Ich denke ja. Vier, drei, fünf, eins. Komm, mach alles rein, Lu. Und wie viel haben wir? Brauchen wir vom, neuen Mehl noch Nachschub. Eins, drei, acht. Vorsicht, die Schüssel mit dem Teig. Mehl und Backpulver und Natron mit dazu. Die Lu schüttet jetzt dem Flo in ein Sieb, weil wir das noch vorher sieben, dann wird es ja anscheinend feiner. Zumindest machen das so die Backkönige. Und dann hoffe ich, dass diese Schüssel ausreicht. Die erscheint mir nämlich für diese Riesenmenge Teig etwas klein. Der Teig wird auch recht flüssig, also lasst euch da nicht davon irritieren. Und das gießt ihr dann quasi auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, auf so ein tiefes Backblech. Wer kann denn da so gut pfeifen? So, jetzt unterheben. Na, jetzt mit dem Mixi, Mixi, Flixi, Mixi. Verteilt es noch ein bisschen, dass es dann hier schön staubt. Die Schüsselkapazität scheint zu reichen. Gerade so. Ja. Du hast es dir hier gemütlich gemacht, oder was? Nein, ich bin die ganze Zeit voll.
Mach mal ein bisschen stärker. Genau. Und den Kakao müssen wir jetzt noch dazu machen, gell? Bevor wir das vergessen. Der Esslöffel Kakao ist jetzt auch noch drinnen. Da wird es noch so richtig schön dunkelbraun. Ja, bitte. Dem Papa seiner, aber du und der Papa, ihr bekommt beide den gleichen. Okay? Ja, sehr gut durchmischt, sehr homogene Masse. Super, dann kann er jetzt auf das hier vorbereitete Backblech, also wie gesagt, ein tiefes Backblech, aufgebracht werden, liebe Leute. Für Luna zählt jetzt nur noch Stäbe abschlecken, ja. Mal gucken. Ob er dir schmeckt. Sag deine ehrliche Meinung. Und? Luna? Na, sag mal, wie schmeckt er dir? Nach was schmeckt er? Schmeckt er dir wirklich? Ja. Eigentlich nicht mit im Rezept, aber sowohl Lou als auch Flo haben gesagt, sie wollen ein paar Kirschen mit in dem Teig. Den habe ich jetzt einfach da drauf geschüttet und weil der so flüssig ist, verteilt er sich opti-propti erste Sahne. Ja. Nein, nicht draufschmeißen, Madame. Nicht so nah aneinander. Verteilt ein bisschen. Die hört aufs Wort. Besser verteilen. Luna, weiter auseinander. Mach mal hier das Eck ein. Hier, hier, hier. Aber pass auf, Papa, bei welchen sind noch keine Kinder? Oh. Du schlaue ich, ne? Sorgst dich wieder um deinen Papa, ha? So, ab ist er schon im Ofen. Wie gesagt, bei 160 Grad Ober-Unterhitze verweilt er dort jetzt 30 Minuten. Hey Siri, stelle den Timer auf 30 Minuten. 30 Minuten. Die halbe Stunde ist vorbei. Ich habe jetzt mal mit einem Schaschlikspießchen hier reingestochen, also in die Mitte. Und es ist nichts dran hängen geblieben. Von daher ist er durchgebacken. Der Flo tut ihn jetzt raus zum Abkühlen und die Lou ist weg. Auch so geil. Das zweite Blech werde ich jetzt alleine backen, weil sie jetzt zur Frieda wollte. Ja, so ist das immer mit Backen mit Kindern. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in. So, meine lieben Leute, er ist fertig. Also zumindest der von Flo, die Lou verziert ihren ja anders. Der backt jetzt gerade noch. Da wird sich die Siri in Kürze melden, dass die Backzeit vorbei ist. Das mit den Kirschen hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Das Einzige, ich habe von dem tiefen Blech auf das nicht so tiefe Blech gezogen und hatte irgendwie wieder keine Geduld auf Flo zu warten. Und da ist er mir ein bisschen gebrochen. Sieht man jetzt mit der Schokoglasur nicht mehr. Und wir schneiden den dann morgen, wenn der ausgedehnte Frühschoppen stattfindet, in so kleine Brownie-Stücke, also wirklich nur in kleine Häppchen, dass die Leute keinen Teller und kein Gäbelchen brauchen, sondern dass man den mit dem Finger wegstipsen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Oma Ute und ich später zu einem Kaffee schon mal ein Stück probieren, ob er was geworden ist. Und es soll eigentlich nur halt so dieser obligatorische Geburtstagskuchen für Flo sein. Sicherlich reicht ein Blech nicht für so viele Gäste aus, die da morgen kommen. Ja, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie da noch 100.000 Kuchen zu backen, weil ihr ja wisst, dass ich nicht so die Team-Backen bin. Ja, wie gesagt, Lou's Kuchen ist noch drinnen. Da wird sich die Siri jetzt in Kürze melden, dass der raus kann. Dann kann der schön abkühlen, bis diese Mausi irgendwann wieder von ihrer Schnär kommt.
und dann kann sie es verzieren mit ihren Einhörnern, beziehungsweise Lu hat sicher das vom Aldi hier mitgenommen wegen den Regenbogen, wegen ihrer Regenbogen-Party. Aber ich vermute, sie wird die Einhörner auch noch mit drauf schmeißen, zusammen halt auch mit diesen bunten Zuckerstreukügelchen, die ich jetzt bei Flo auch mit drauf gemacht habe. Und das war's eigentlich. That's all. Das ist ein Kuchen nach meinem Geschmack, weil man da nicht irgendwie so, ja und hier und über Wasserbar schaumig rühren oder so, sondern man kippt einfach alles rein oder hebt es unter. Und der funzt immer. Das Rezept habe ich von meiner besten Freundin Claudi. Da habe ich das früher auch schon immer als, naja, Jugendliche gegessen, als sie Geburtstag hatte und ihre Mama den für uns zubereitet hat. Wirklich sehr, sehr fein und halt irgendwie auch lustig, weil Zucchini reinkommt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, nachzubacken. Der ist easy peasy für die ganzen Leute, die eine, ja, genauso große Backniete sind wie ich. Das schafft ihr auf jeden Fall. Das Rezept und die Zutatenmengen findet ihr natürlich unten in der Infobox. Ich hoffe, unser Backvideo heute hat euch gefallen. Mal wieder was anderes auf dem Kanälchen Lumelu. Ich habe mich total gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Ich vermute, das wird dann zu Lus Geburtstagsehren sein. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.